So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und endlich haben wir sie gefunden, die neue Ghostbusters Pizza zum neuen Ghostbusters Film Frozen Empire. Nicht Roman Empire, sondern Frozen Empire. Das hat nichts mit WWE zu tun. Das Ding ist von Gustavo Gusto. Das gab's irgendwann an einem Donnerstag beim Kaufland in der Werbung. Wir sind am Donnerstag hin. Die haben sie nicht bekommen mit der Lieferung. Wir sollen Freitag nochmal schauen. Wir waren Freitag da, wir waren Samstag da, wir waren die Woche drauf Montag da. Keiner da, der gerade die Ware auspackt. Dann wieder jemand da, der die Ware auspackt. Kam wieder nicht mit. Die Woche war um, die Werbung war um. Der super Sparpreis von, sagen wir mal, 3,33 Euro war vorbei. Und jetzt, zwei Wochen später, gab es plötzlich die Ghostbusters Pizza, wo die jetzt nicht mehr in der Werbung ist, wo die jetzt auch nicht mehr im Angebotspreis war. Aber wir haben sie jetzt bekommen. Und nicht nur die, sondern sogar noch einen 5-Euro-Gutschein. Weil Pupsi in Facebook bei der Kauflandseite sich beschwert hat und gesagt, ja, so ein Rotz, ihr preist hier die Pizza an und macht immer zu Posts von der Pizza jetzt bei Kaufland hier und dann gehst du hin jeden Tag und immer heißt es, die Pizza ist nicht lieferbar, die ist nicht mitgekommen, wir haben gar keine. Das ist sehr schade und traurig. Und da haben sie ihren 5-Euro-Gutschein zukommen lassen und davon konnte man die jetzt auch bezahlen. Die kostet nämlich fast 5 Euro, wenn ihr die zum vollen Preis kauft. Ihr kennt Gustavo Gusto, die haben ja diese Pizza aus Plastik gemacht von diesem Luca Kornkrafter zusammen, die schwarz war. Gustavo Gusto hat aber auch die 4 Käse für ein Halleluja gemacht in 4 verschiedenen Sammlermotiven mit Bud Spencer, Terence Hill. Gustavo Gusto ist angeblich immer gut, wenn es um Pizza geht. Und jetzt haben wir hier wieder einen schwarzen Karton. Gustavo Gusto Pizza, Hälfte der Kreis, Ghostbuster. Ich finde das Design auf jeden Fall mega genial. Ich finde die Sorte auch genial. Das ist nämlich eine Ghostbusters New York Style Pizza. Und wie ist der Style in New York? Pepperoni Salami und Double Cheese. Double Cheese und keine normale Salami, sondern Pepperoni Salami. Also vielleicht wieder ein bisschen würziger. Vorsicht, unheimlich lecker. Steht dann hier auch nochmal am Rand dabei. Vorsicht, unheimlich lecker. Dann haben wir hier oben nochmal, steht alles. Hier ist nochmal ein Logo drauf. Also das sieht wirklich toll aus vom Design. Hinten seht ihr auch nochmal Slimer. Der ist auch ein Stück Pizza. Hier könnt ihr noch eine Reise gewinnen nach New York. Der neue Ghostbusters-Film jetzt anschauen. Und hier habt ihr wieder diese kleinen Marshmallow-Männchen, die da rumhüpfen. Ich kann es euch so rum auch kurz nochmal zeigen. Da habt ihr also schön den Ghostbusters, das ist also das Logo. Ihr habt die Pizza, es ist schwarz, Gustavo Gusto. Hier, das kann man richtig fühlen. Das ist richtig genial, dieser Schriftzug New York Style Pizza und Ghostbusters, der ist so, wie sagt man da, der ist so geprägt, dass du das fühlen kannst. Hier habt ihr Slimer, der ist auch Pizza, die kleinen Männchen, Reisegewinn, alles beisammen. Frozen Empire. Die ist jetzt schon aufgetaut leider, aber die machen wir jetzt mal raus. Die wollen wir mal in den Ofen packen und die wollen wir dann mal probieren. Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich mir den Karton aufheben, weil der so schön aussieht. Auf der anderen Seite will man immer alles aufheben und das macht keinen Sinn. Nein! Guck mal, so sieht die Pizza aus wie eine normale Margarita. Warum? Weil der ganze Käse und die ganze Salami hier auf der Seite ist. Dadurch, dass das nicht mehr gefroren ist, ist einfach der komplette Belag auf die Seite gerutscht und hat sich hier gesammelt. Double Cheese. Da ist normaler Käse weiß. Hier ist nochmal anderer Käse gelb. Aber alles hier drüben. Wir machen die jetzt also irgendwie auf oder wir schieben das in der Packung hin und her. Und so ist es schon viel besser verteilt. Ich mache mir das jetzt zurecht. Ich mache das jetzt warm. Adi, du beißt da jetzt nicht rein. Dann gucken wir mal, wie die schmeckt. So, die Pizza ist fertig, die kann ich euch auch gleich zeigen. Die sieht mega fettig aus, aber übelst brutal. Ich will es einfach mal kurz rumdrehen. Schaut euch das doch mal an. Guckt doch mal, wie die glänzt. Sieht aus, als hätte jemand irgendwie ein Ei drüber ausgeschlagen. Ihr seht den weißen Käse, ihr seht den, ja, vielleicht den gelben Käse oder auch nicht. Ihr seht auf jeden Fall das Fett, das brutale Fett. Aber die sieht sehr gut belegt aus, muss ich sagen. Da sind viele Scheiben drauf von der Pepperoni-Wurst. Das ist schon mal gut. Da war auch wirklich viel Käse drauf. Ich habe den 100 Mal verteilt fürs Thumbnail. Müssen wir das jetzt irgendwie mal nochmal so reinhalten.
Das heißt, wir haben hier uns und wir haben hier die Pizza. Das müsste, glaube ich, ich weiß nicht, wieso das trotzdem immer anders aussieht als auf dem Balkon. Auf dem Balkon ist das alles näher dran oder wie oder was. Die schneide ich auf jeden Fall jetzt und dann wird probiert, wie die schmeckt. Können Sie auch nochmal so zeigen, dass ihr den fetten Prügel seht. Pupsi sagt bestimmt wieder, wenn die sieht, wie das da alles rumsuppt. So, einmal hier. Boah, der Käse zieht sich auch schön. War wie gesagt jetzt schon aufgetaut, deswegen ist sie ein bisschen labbrig, aber ich mag die ja, wenn die nicht so total steif ist, sondern der Teig noch sich biegt. Das mag ich besonders an Pizza. So. Ja, der Adi macht's richtig. Der hat sich jetzt einfach auf den Karton gelegt und sagt sich, ich guck zu. Da bin ich jetzt gespannt. Adi, Schatz. So, ich war noch mal ganz kurz bei Pupsi. Habt ihr auch mal probieren lassen. Die hat gleich hier dieses eine Stück genommen, da abgebissen. Der Käse. 10 Meter lang hat sich der Käse gezogen. Das ist das, was die hasst. Sagt, das mag sie gar nicht, wenn sich das so zieht. Das findet sie dann doof. Da kann sie das nicht richtig essen. Ansonsten ist es fettig, aber sie sagt, sie schmeckt gut, aber ist auch nichts Besonderes. Und ja, sie weiß halt nicht, ob sie es nochmal kaufen würde, weil es halt so fettig ist und alles. Aber ich bin jetzt gespannt. Ich kann aber das Stück nehmen, wo sie reingebissen hat. Ja? Seht, wie das hier alles richtig schön labbrig runterhängen. Ich roll mir das jetzt auch so zusammen und beiß dann vorne mal rein. Auf jeden Fall haben wir erstmal mega dünnen, labbrigen Boden. Und das ist gut. Wenn der Boden zu dick ist, es stopft so extrem, willst dünnen Boden und du willst einfach guten Belag. Der Käse ist richtig mächtig. Der Käse, der ist ja so dick da drauf, der ist ja schon fast wie eine Gummimatte, die du auf die Pizza gelegt hast. Also genau das Richtige für Käseliebhaber. Ich bin jetzt nicht der größte Käseliebhaber. Ich stehe ja eher auf Wurst. Ich stehe aber auf was Spicy-artiges. Ich brauche das irgendwie würzig. Ich finde die Peperoni-Wurst, Peperoni-Salami, ist auf jeden Fall schärfer als eine normale Salami. Ist aber jetzt auch in dem Sinne jetzt keine Herausforderung, nichts Besonderes. Und es ist halt wirklich fettig. Es ist ja so fettig. Ich habe da jetzt reingebissen. Ich glaube, wenn ich zwei Stücke esse, dann habe ich einfach Magenschmerzen, weil es so sehr trieft. Also da kann ich nachvollziehen, wenn die so fettig ist, dass man sagt, okay, die brauche ich nicht nochmal, weil das ist dann auch kein Genuss mehr, so richtig zu essen. Es hat aber eben diese Peperoni-Salami an sich. Wir probieren mal nochmal weiter und dann haben wir sogar noch ein paar Soßen. Dann können wir es damit nochmal probieren. Mich erinnert es auch ganz leicht an diese Frischteigpizzen, die es gibt, die nicht im Tiefkühlregal liegen, sondern ganz normal in den Wurstregalen, die nicht gefroren sind und die du machst. Da ist der Käse auch so ähnlich. Und da ist auch der Teig irgendwie so ähnlich. Mich erinnert es an diese Pizzen. Also es ist anders als alle anderen Tiefkühlpizzen, die ich sonst so kenne. Erinnert eher an diese Frischteig, wie gesagt. Und vielleicht ist Gustavo Gusto eben da was Besonderes, dass die halt von dieser, wo es Tiefkühlpizza ist, die halt nicht so extrem nach Tiefkühlpizza schmeckt. Eher an die anderen, aber dadurch auch irgendwie wieder so gewöhnlich rüberkommt. Denn so selten essen Leute diese fertigen Frischteigpizzen, die da in so einer Folie eingeschweißt sind, die nicht gefroren sind. Obwohl die recht günstig sind, glaube ich, wenn du hier schon fast 5 Euro bezahlst und so eine andere hast und so einen ähnlichen Geschmack und nicht so fettig und Schärfe du dir selber ranbringen kannst, ist das schön mit dem Karton und sieht gut aus. Ja, aber ist jetzt was, was die Welt auch nicht unbedingt braucht, sagen wir es mal so. Was ich jetzt aber noch habe, um den Geschmack noch mal ein bisschen abzuändern, Pupsi hat mir mal vor Ewigkeiten dieses super geniale Tabasco-Set geschenkt mit 5 verschiedenen Tabasco-Sorten drin, auch nach Schärfegrad geordnet. Das habe ich eben extra aufgemacht, damit ich mir jetzt nochmal Tabasco da draufhauen kann, denn ich esse normalerweise Pizza immer mit Tabasco. Weil richtig scharf ist die jetzt nicht. Richtig scharf ist aber auch nicht dieses Tabasco, weil das Grüne ist, das mildeste, milde Jalapeno. Aber vielleicht macht es noch eine kleine Essignote rein. Denn je mehr ich von der Pizza esse, desto mehr muss ich sagen, okay, würde ich auch nicht nochmal kaufen. Bin ein bisschen enttäuscht jetzt sogar,
Und sie ist halt irgendwie mega frampig. Ich bin halt nicht so ein Käseliebhaber. Mir ist der Käse schon alleine irgendwie zu viel. Und mir ist die Wurst ist mir nicht würzig genug, dafür aber zu fettig. Und es ist nicht schön gerade, das zu essen, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir hier ein bisschen Essig drauf. Mal gucken, wie es jetzt schmeckt. Also das Tabasco passt dazu, wie immer. Dadurch wirkt es auch auf jeden Fall interessanter. Dadurch wirkt für mich die ganze Pizza nochmal ein Stück besser. Aber das liegt halt nur an dem Tabasco dann. Also ist gut gemeint, ist ein schöner Karton, sieht wunderbar aus. Wer halt gerne so Peperoni-Wurst isst, der kommt auf seine Kosten. Die Käseliebhaber kommen auf ihre Kosten. Ghostbusters-Fans kommen auf ihre Kosten. Adi kommt auf seine Kosten. Er hat jetzt hier ein neues Bett. Das ist richtig genial. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Guckt euch den Schwanz an. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und wenn ihr die kennt, wenn ihr die auch schon mal hattet, dann schreibt es mal in die Kommentare.